Stolz wollte auch die hamburgische Bürgerschaft sein, auf den Busbahnhof in Bergedorf. Die Haltestellen auf dem Dach, innen drei Ebenen, modern und schick. Mit der Planung des ZOB beauftragte die Stadt allerdings keinen Bauexperten, sondern den Omnibusbetrieb VHH. Wir haben nicht ausreichend berücksichtigt, dass wir einen Bahnhof abreißen, dass wir einen Bahnhof neu hinstellen und dass das gesamte Konstrukt ZOB in einer Hochlage, ungewöhnlich, an ein ICE-Gleis gebaut wird. Die Bahn hat für ihre ICE-Gleise besonders hohe Sicherheitsauflagen. Daran hatte der VHH nicht gedacht. Die Folge? Der Bahnhof am Ende doppelt so teuer wie geplant. Sagenhafte 23 Millionen Euro kostet er mehr. Hätten die Verantwortlichen im Rathaus doch bloß nicht einen Busbetreiber mit der Planung beauftragt. Einen Busbetreiber, der vielleicht auch mal einen Stellplatz baut, der vielleicht eine Busbucht mal baut, den kann man, das war vielleicht die Erkenntnis, nicht mit einem so umfangreichen Bus- und Busbahnhof, Eingangsgebäude, Parkhaus in der Größenordnung von dann 40 Millionen beauftragen. Diese Kritik würde ich heute teilen. Im Ursprung war es schon so, also die VHH ist ein Busunternehmen und ist durchaus in der Lage, auch größere Betriebshöfe zu bauen. Also von daher, Standardbauwerke sind für uns kein Geheimnis. Aber auch an der Stelle ist auch in unserem Haus unterschätzt worden, was es heißt, auf dem Sicherheitsniveau sowohl bahnhofseitig als auch gleichzeitig für die DB zu arbeiten. Das haben wir falsch eingeschätzt. Eine Fehleinschätzung, die den Steuerzahler, wie gesagt, mehr als 23 Millionen Euro kostet.